schön gemacht, Nacken nicht so. Wir machen jetzt mehr so Schulternbereich, bisschen kräftigen, schön Raum schaffen auch für Herz und Brust, Anahata Chakra, das Herzchakra in Balance bringen und uns alle mal so ein bisschen Selbstliebe geben. So, dann fangen wir an, dann gehe ich Richtung Matte. Ihr könnt euch schon mal hinlegen. Die Tür richtig zu. Und das ist schon mal so eine Haltung hier, meditative Idee, die wir heute Abend dann auch machen werden. Kann ich jetzt hier so mal so hinstellen. So. Wir fangen an im Liegen. Lassen wir es ein bisschen ankommen. Ich weiß nicht, was für einen Tag du so hinter dich hast, aber vielleicht viel im Büro gearbeitet oder zu Hause, Homeoffice, viel gesessen am Computer oder gar nicht. Das kann ja auch sein. Ich weiß es nicht. Das wäre jeder unterschiedlich. Aber erstmal so liegen, deine Augen schließen, mal so ein bisschen. Fühlen, wie dein Körper sich anfühlt, so auf deiner Matte. Die richtige Haltung finden, die richtigen Stellen so ablegen. Und so ein Gefühl von Zufriedenheit finden, hier in diesem Moment, jetzt hier zu sein, dir diese Zeit nehmen für dich. Ganz alleine für dich, ohne dich jetzt beschäftigen zu müssen mit etwas anderes oder jemand anderem. Zeit ganz alleine für dich, um jetzt mal was Gutes zu tun. Für Körper und Geist und auch mal so richtig nach innen zu spüren. Und öffne erstmal so alle Sinne nach außen, deine Augen sind ja geschlossen, aber vielleicht, dass du so um dich herum noch was hörst, vielleicht riechst du was, vielleicht fühlst du was so auf deiner Haut, die Umgebungstemperatur. Alles mal erstmal nach außen richtig bewusst wahrnehmen. Und dann kann es sein, dass es da so Geräusche gibt oder Lärm um dich herum, was dir vielleicht eigentlich so ein bisschen stören wird. Aber jetzt kannst du das alles mal so sein lassen. Alles, was du hörst, was du fühlst, was du riechen kannst, was du so wahrnehmen kannst. Also sein lassen, wie die sind, wie es ist. Wenn man das macht, dann kriegt man auch so ein Gefühl von Zufriedenheit. Es ist gut so, hier zu sein und alles einfach sein zu lassen. Und dann kannst du langsam deine Aufmerksamkeit von außen nach innen bringen und erstmal hier deinen physischen Körper wahrnehmen. Wie fühlt dein Körper sich jetzt an? Hier heute Abend auf deiner Matte, ohne etwas zu bewerten, einfach nur wahrnehmen. Das ist immer einfach, einen Schmerz wahrzunehmen oder eine Verspannung. Aber versuche auch wieder, was Schönes zu finden in deinem Körper, was sich gut anfühlt.
Aber wenn man solche Stellen gefunden hat, dann kommt da wieder das schöne Gefühl von Zufriedenheit. Santosha. Und dann nochmal so ein bisschen tiefer nach innen spüren. Da gibt es so diese, manche Maya Koshas, das sind diese fünf wie so Körperhülle. Dass man irgendwann merkt und spüren kann, dass es nicht nur deinen physischen Körper gibt, aber dass es tiefer nach innen geht, wie so ein Babuschka-Männchen. Diese Hülle, wo deine Atmung versteckt ist. Nur so deine Atmung wahrnehmen, wie bewegt sich deine Atmung jetzt durch deinen Körper, wenn du hier liegst? Bewegt dein Bauch oder deine Brust, deine Wirbelsäule. Du kannst auch deine Atmung wahrnehmen durch deine beiden Nasenlöcher. Fühle die Luft durch deine Nasenlöcher nach innen und nach außen strömen. Wenn du sehr aufmerksam bist, fühlst du vielleicht auch, wie die eingeatmete Luft etwas kälter anfühlt als deine ausgeatmete Luft. Relax dein Bauch. Relax dein Gesicht. Lass die Haut in dein Gesicht und deinen Kopf schön weich werden und lass alle Stress, alle Gedanken, alle Spannung von heute mit jeder Ausatmung aus deinem Kopf, aus deinem Körper wegfließen. Erde dich in deine Matte. Fühle dich sicher und geborgen da, wo du jetzt bist. Und genieße nochmal so ein paar Atemzüge lang deine Atmung. Deine Einatmung. Diese kurze Pause und dann deine Ausatmung. Nochmal eine kurze Pause. Und auch heute ist dein Atem für dich da, um dir zu helfen, zu unterstützen in deine Asanas. Und erstmal die erste tiefe Einatmung, streck deine Arme über deinen Kopf. Mach dich lang, sorg dafür, dass du genug Platz hast hinter dich, nicht so wie ich jetzt. Mach dich richtig lang und atme mal so ganz schön tief nach oben ein. Eine tiefe Brustatmung. Also tief nach unten ausatmen, deinen Rücken Richtung Matte drücken, dich wie die Erden, Ellbogen relaxen. Nochmal so einatmen in die Länge, Beine in die Länge, drück mal so deine Fußsohle nach unten. Und ausatmen, alles wieder relaxen. Sehr gut. So, dann spreiz mal deine Arme über die Seite und schieb deine Schulterblätter ein bisschen tiefer, um Raum zu schaffen für deinen Nacken. Bring deine Fußsohle zusammen und öffne hier deine Hüfte, den Schmetterling, Supta Baddha Konasana. Und schließ die Augen, roll hier deinen Kopf von links nach rechts über deinen Hinterkopf. Und finde eine Verbindung mit deiner Atmung, eine Verbindung mit deinem Atemrhythmus. Dein Kopf immer ausatmend über die Seite bewegen und einatmend zurück in die Mitte. Das ist immer die Ausatmung, wo du dich mit der Schwerkraft mit nach unten bewegst und einatmend nach oben. Schöne, sanfte Massage für deinen Hinterkopf.
Kannst auch leicht deinen Hinterkopf nochmal so Richtung Matte drücken, um diese Massage, das Effekt, das Gefühl zu intensivieren. Intensivieren. Also richtig alle Spannung wegrollen. Ich fühle deinen Nacken sich an. Wie rollt dein Kopf nach rechts und wie bewegt dein Kopf sich nach links? Ist da ein Unterschied? Ja, auch hier wieder ohne Bewertung. Einfach mal so wahrnehmen. Und zurück in die Mitte. So, mal die Füße abschirmen, deine Knie und Füße hüftbreit bringen. Schieb mal deine Arme nach unten. Dreh die Handfläche Richtung Matte. Bleibe jetzt bei deiner Brust atmen. Atme nochmal tief nach oben ein. Und atme tief nach unten aus. Ohne jetzt hier dein Becken schon zu kippen, nur atmen. Und mal so fühlen, was deine Atmung in deinen Körper macht. Was für eine Bewegung da kommt, wenn du tief einatmest. Dann Rücken hoch von deiner Matte, Brust Richtung Decke und ausatmen. Tief nach unten, Mula Bandha, kräftig die Beckenbodenmuskeln, untere Bauchmuskeln. Tief nach oben, Uddiyana Bandha. Jalandhara Bandha. Sehr gut. Und bleibe so bei deiner Atmung und mit deiner nächsten Einatmung. Streck deine Arme über deinen Kopf nach hinten, mach dich lang, kipp dein Becken richtig, streck dein Steißbein so Richtung Matte. Fühl, wie du jetzt nur auf deine Schultern liegst und auf dein Steißbein und dann ausatmend Arme runter, drück deinen Rücken Richtung Matte, erde dich. Schambein Richtung Bauchnabel, Kraft im Bauch. Einatmen, beweg dich in die Länge, schaffe Raum und aus, kräftig erden. Dann fühl den Unterschied ja, zwischen deiner Ein- und deiner Ausatmung, diese Bewegung. Und auch dann heute Abend für dich mal so feststellen, was dir heute Abend so gefällt. Manchmal liebt man so eine tiefe Einatmung, aber manchmal ist es so mehr, dass man richtig so eine tiefe Ausatmung genießen kann. Sehr gut. Und wieder zurück in die Mitte. Rücken neutral, Becken neutral und atme ein, bring deine Arme nach oben. Dann bring hier deine Hände zusammen. Und bei der nächsten Einatmung hebst du deine Schulterblätter hoch von deiner Matte. Und dann langsam die Schulterblätter von innen nach außen, von der Wirbelsäule aus nach außen, langsam ablegen auf deine Matte. Bring deine Arme so schulterbreit, relax deine Hände und deine Finger und fühl, wie deine Arme einfach so stehen bleiben. Ohne Muskelkraft, ganz entspannt. Sehr schön. Bring die Hände dann wieder zusammen, atme nochmal ein, streck deine Arme nach oben und dann ausatmen. Kreuz deine Arme mal so rechts unter links, umarm dich selbst. Und genieße hier deine eigene Körperwärme und dir mal so ein bisschen Selbstliebe schenken. Und kraul dann deine Hände über die Fingerspitzen ein bisschen weiter nach außen. Spür so richtig Kraft hier in deine Oberarme, in deinem Brustbereich, Brustmuskeln kräftig. Und atme so ein paar Mal tief ein und aus. Und genieße die Bewegung deiner Atmung. In deinen Körper, spür Raum zwischen deine Schulterblätter und Kraft in deinem Brust- und Oberarmbereich. Ja, und dann langsam einatmen, deine Arme wieder nach oben bringen und auskreuz dann die Arme links unter rechts. Nochmal Hände auf die Fingerspitzen und deine Hände nach außen krabbeln. Guck mal, wie weit das geht.
Also richtig die beiden Oberarme so ein bisschen zusammendrücken nach innen, die Schultern. Schön tief in eine Innenrotation. Und relax deine Kiefer. Achte darauf, dass dein Gesicht entspannt bleibt. Und atme. Du kannst gerne deine Augen schließen und mal richtig deine Atmung. Diese Bewegung in deinem Körper zu genießen. Bring dann einatmen deine Arme wieder hoch und aus, spreiz deine Arme über die Seite, leg ab und spür für einen Moment hier nach. So, zieh mal deine Knie jetzt an dich dran, mach dich klein und rund, roll dich über deinen Rücken von links nach rechts, über deine Schultern, über die Seiten. Dann lass deinen Kopf mitbewegen, über deinen Hinterkopf. So, und dann die beiden Kniekehle greifen und dann roll so ein paar Mal von hinten nach vorne, mach dich klein und rund. Und geh in Richtung Brust. Wirbelsäule rund, ein bisschen Schwung und noch einmal nach hinten und dann kommen wir hoch in eine sitzende Haltung. So, ich drehe mich, das ist gemütlicher. Hände auf deine Knie ablegen und schließ mal deine Augen für einen Moment. Finde eine aufrechte Haltung, Bauch und Rücken kräftig. Drück die beiden Sitzbeinhöcker Richtung Matte und relax dein Gesicht. Wenn man so Verspannung oder Blockaden hat in den Schultern oder in der Blockade in der Brustwirbelsäule oder Hals oder Nacken, oder Hals nicht, aber so Nackenschmerzen hat, dann fängt die Entspannung und das Loslassen, die Blockaden lösen, das alles, das fängt an, erstmal in deine Kiefergelenke. Ist alles verbunden mit deiner Wirbelsäule. Also immer die Kiefergelenke wieder ganz bewusst entspannen, locker. Und um deine Schultern zu entspannen, das ein bisschen zu unterstützen, erstmal einatmen, die Schultern hochheben Richtung deine Ohren und dann ausatmen, ganz ruhig und sanft sinken lassen. Einatmen, hochziehen, aus, sinken lassen. Und fühl, wie schön das ist, wenn die Schultern so sinken. Richtig alles Stress weg, fließen lassen. Noch einmal, einatmen nach oben, ohne Spannung im Nacken zu fühlen. Und aus, Raum schaffen. Sehr gut. So, dann atme ein, bring deine Arme nach oben, mach dich lang. Komm aus, atme deine Arme runter, greif deine Hände in Räubeleiter, so hinter deinen Rücken und zieh deine Arme nach hinten. Die Schulterblätter kräftig und aktiv zusammendrücken, so Richtung Wirbelsäule. Wir werden heute Rücken auch kräftigen Brustraum öffnen. Schau mal nach oben. Fühl, was dein Nacken heute so machen kann. Bleibe achtsam und komm ausatmend in deine Vorbeuge. Fühl, wie weit, wie tief das geht. Bring deine Arme mit nach oben. Hier bleibe achtsam. Sei zufrieden, wo du bist. Und noch einmal tief einatmen, streck deine Arme weg nach hinten oder nach oben und aus, deine Arme sinken lassen. Bring die Hände zurück auf deine Knie und komm einatmend wieder hoch im Sitzen. Einatmen, bring die Arme hoch, Wirbelsäule in die Länge und aus, dreh dich hier nach rechts, eine schöne, sanfte, sitzende Drehhaltung.
Linke Hand auf dein rechter Oberschenkel und achte auf deine linke Schulter, dass er nicht so Richtung Ohr zieht, am Entspannen. Kopf nach rechts. Rechter Schulterblatt, so Richtung Wirbelsäule. Ruhig atmen. Und dann ausatmen, zurück in die Mitte. Einatmen, nochmal Arme hoch in die Länge. Und aus, deine Hände in Räuberleiter, hinter deinen Rücken. Einatmen, öffne dich. Schau nach oben, genieß das Gefühl hier, diese schöne Dehnung vorne. Brustmuskeln werden gedehnt, alles Atemmuskeln, wichtig. Und dann komm ausatmend nach vorne. Deine Vorbeuge. Du musst nicht unbedingt mit deinem Kopf auf deine Matte kommen. Schau, was passiert. Und genieße deine Haltung. Kraft im Rücken, zwischen deine Schulterblätter, Rubidius, Trapezius, alles schön kräftig. Und dann Ausatmung, deine Arme langsam runter, Hände auf deine Knie. Und einatmen, drück dich wieder hoch im Sitzen. Dann nochmal die andere Seite, einatmen, Arme hoch. Und dann ausatmen, dreh dich hier nach links, sitzende Drehhaltung. Bauchnabel nach innen, Rücken stützen. Und immer wieder einatmen in die Länge und aus in die Rotation. Rechter Schulter weg von deinem Ohr. Und atmen. Fühle, wie die Energie durch deinen Körper fließt. Deine Atmung. Und ausatmen, wieder zurück in die Mitte. Sehr gut. So, dann kommen wir hier in Vierfüßlerhaltung. Auf deine Hände und deine Knie. Den Kopf ein bisschen schütteln und fühlen, wie dein Nacken sich jetzt anfühlt. Deine Schultern. Und dann kommen wir einatmend in Kuhhaltung und ausatmend in die Katze. Dein Becken kippt sich, oder du kippst dein Becken. Die Wirbelsäule bewegt sich mit, spür, was in deinen Schultern passiert, was mit deinem Kopf, deinem Nacken passiert. Einatmen, Kuh, Rücken ins Hohlkreuz und ausatmen, Katze Rücken, Kinn Richtung Brust, richtig die Rückenstrecke, eine tolle Dehnung geben. Und einatmen, die Vorderseite, Bauch. Und wieder zurück in die Mitte. Komm langsam runter in eine Kindhaltung. Streck deine Arme nach vorne, mach dich lang, bring mal deine Hände auf die Fingerspitzen. Und bleibe bei deiner Brustatmung und atme so ein paar Mal tief ein und aus. Und wenn du einatmest, fühl, ob du Raum schaffen kannst und die Finger noch ein bisschen nach vorne krabbeln kannst. Mit Hilfe deiner Atmung. Und bei der Ausatmung richtig dein Becken wieder so kippen, Schambein Richtung Bauchnabel ziehen und fühl, wie die Hände wieder runterrutschen. Einatmen, Raum schaffen, länge die Wirbelsäule, länge deine Arme. Und aus, mit Kraft in deinen Bauch, in deinen Beckenboden, Hüftbeuger, rutschen die Hände wieder runter. Nochmal die Bewegung deiner Atmung hier in deinen Körper bringen. Sehr gut. Dann lass die Arme nach vorne gestreckt, neutral. Komm dann deine beide Hände nach links und bring deine rechte Hand auf deine linke Hand und deinen Kopf zwischen deine Arme und die rechte Seite. Eine schöne tiefe Dehnung geben. Der Latissimus dorsi, der große Rückenmuskel auf der rechten Seite. Und auch hier deine Atmung so ein bisschen helfen lassen und Bewegung in deine Haltung bringen. Bleibe achtsam. Und komm deine Hände
Über die Mitte jetzt nach rechts. Ups. Linke Hand auf deine rechte Hand. Spreiz mal so die Finger, sodass du deine Hände richtig schön zusammenbringen kannst. Und jetzt die linke Seite, Latissimus Dorsi hier. Tolle tiefe Dehnung. Stretch. Und atmen. Mit deinem Kiefer. Und langsam wieder zurück in die Mitte. So, nochmal die Arme nach vorne gestreckt. Dann machen wir so einen Mini-Flow hier zwischendurch. Atme ein, komm hoch in Vierfüßler. Und ausatmen, langsam runter durch deine Ellbogen hier ablegen. Einatmen, Ellbogen dicht an dich dran. Hoch in Cobra. Und aus, nochmal zurück in Kindhaltung. Und nochmal einatmen, hoch. Aus, langsam runter. Ein, hoch in Cobra. Und aus in Kindhaltung. Einatmen, komm wieder hoch in Vierfüße. So, und dann drehst du jetzt dein rechter Unterschenkel nach außen. Streck das linke Bein nach hinten. So. Dein rechter Oberschenkel senkrecht auf deine Matte. Dein linker Fuß kräftig in deine Matte. Zieh die Kniescheibe hoch und atme ein. Streck deinen linken Arm nach oben. Denk ich, schau nach oben, aber fühle, wie dein Nacken sich anfühlt. Ne? Wenn das für Spannung sorgt im Nackenbereich, dann versuch eine Haltung zu finden, wo dein Nacken happy ist. Happy Nacken, wichtig. Und drück die Außenkante deines linken Fußes Richtung Matte. Fühl mal, was hier noch so passiert auf der linken Seite. Bring dann ausatmen, dein linker Arm über deinen Kopf nach vorne. Mach dich schön lang. Und alles nochmal so ein bisschen tiefer zu öffnen. Dreh deinen linken Fuß Richtung die kurze Seite deiner Matte. Rechter Fuß ein bisschen Richtung deine rechte Hand. So dass die Hüfte Raum kriegen, um sich nach oben zu drehen, Richtung Decke. Ich hoffe, dass das klappt, so mit meiner Ansage. Und genieße diese schöne tiefe Öffnung. Herz öffne, Brust öffne, Anahata Chakra. Und aus, zurück in die Mitte. Und dann die andere Seite. Das rechte Bein nach hinten einatmen, rechter Arm hoch. Schau, dass dein linker Oberschenkel so senkrecht auf deiner Matte ist. Und das rechte Bein kräftig und aktiv. Bauch, Nabel nach innen. Und zieh dann Schulter nach oben Richtung Decke. Und mach die Haltung kräftig und stabil. Mit Hilfe deiner Atmung, mit Hilfe deiner Bandhas. Ausatmen, Arm über deinen Kopf nach vorne. Schau Richtung deine rechte Hand, wenn geht. Handfläche nach unten. Und dann nochmal deinen rechten Fuß nach hinten drehen. Linker Fuß Richtung linke Hand krabbeln. Und die Hüfte nach oben. Eine Variation von Wild One auf dem Knie. Und dann ausatmen, langsam zurück in die Mitte. Runter in Kindhaltung. Leg mal deine Arme nach hinten ab. Relax deine Schultern, roll dich so ganz schön und zufrieden über deine Stirn, über deinen Oberschenkel. Von links nach rechts. Schließ deine Augen. Super. Streck dann deine Arme nach vorne. Einatmen, komm nochmal hoch in Vierfüßler, nämlich Flow. Aus, langsam runter. Immer die Ellbogen dicht an dich dran. Einatmen, Cobra. Aus, zurück in Kindhaltung. Einatmen, nochmal hoch in Vierfüßler. Und jetzt in deinen Vierfüßler. Finde hier eine neutrale Haltung für die Wirbelsäule. Immer so ein bisschen Katze-Kuh-Bewegung machen für dich.
Und dann so schön die Mitte finden. Eher dein Becken Richtung ein kleines Hohlkreuz gekippt. So. Und dann bewegst du dein Körpergewicht über deine Knie, über deine Hände. Wild von links nach rechts gekreuzt in die andere Richtung. Einfach mal so ein bisschen spielen und fühlen, wie du deinen Körper bewegen kannst. Fühl, was in deine Schultern passiert, wenn du das machst. Die können sich in ganz viele verschiedene Richtungen bewegen. Fühl, wie die Handgelenke sich so anfühlen. Und mach dann auch nochmal dazu so eine Katze-Kuh-Bewegung. Mit Hilfe deiner Atmung. Kannst hier nichts falsch machen, ne? Es sind deine Bewegungen, so eine freie Bewegung. Einfach mal zu gucken, wie du deine Schultern bewegen kannst, links und rechts, dein Becken, deine Wirbelsäule, wie sich das alles so anfühlt. Sehr gut. So, dann komm mal zurück in die Mitte. Eine schöne neutrale Mitte. Und stell deine Zehen auf, atme ein, bring die Knie jetzt hoch von deiner Matte und komm ausatmend in deinen ersten herabschauenden Hund. Relax in deinen Nacken. Fühl, ob die Schultern nach außen gedreht sind. Nacken ist frei. Und beug und streck also deine Knie. Lauf dich in deinen herabschauenden Hund rein. Die Ferse müssen hier nicht auf deine Matte kommen. Besser mal die Knie noch ein bisschen beugen, Rücken lang. Sehr gut. So, schau da nach vorne und lauf hier deine Hände zwischen deine Füße. Atme ein in eine halbe Vorbeuge. Drück dein Brustbein nach vorne, streck deine Arme nach hinten. Rücken lang. Atme. Und dann komm ausatmen in eine sanfte Vorbeuge. Beug deine Knie, greif hier deine Ellbogen und schüttel, schaukel, hüpf ein bisschen. Lass deinen Kopf ganz schön schwer hängen. Relax deine Schultern. Und fühl, wie schwer so ein Kopf ist. Ne? Fühl, wie schwer die Schultern so hängen können. Und das stützt den ganzen Tag auf deine Wirbelsäule, auf deine Bandscheiben. Super, dann bring deine Füße ein bisschen mehr zusammen, beug deine Knie, schau nach vorne und atme ein, langsam hoch in Utkatasana, so ein Blitz. Und auch hier das Becken wieder gekippt, Richtung Hohlkreuz. Da ist der Rücken am kräftigsten. Und ausatmen, vorne auf der Matte, Samasthiti. So, dann mach ein kleines, so ein Gruß Light. Atme ein, bring deine Arme nach oben, mach dich lang. Aber aus sanfte Vorbeuge, beug deine Knie. Einatme, nochmal halbe Vorbeuge. Rücke lang, Arme nach hinten. Aus dein Chaturanga, beug die Knie, Hände abstellen, so wie gestützt. Knie ablegen, langsam runter. Bauchlage. Einatmen, Cobra. Und aus in Kindhaltung. Mini-Flow, einatmen, Vierfüßler. Aus, langsam runter. Ein kleiner Cobra. Und aus, zurück in herabschauenden Hund. Über die Zehen langsam. Hier erstmal Rücken lang machen. Knie beugen und strecken. Dein herabschauender Hund genießen. Kopf schütteln. Nacken happy und frei.
Und die Schultern nochmal ganz bewusst hier in die Außenrotation. Und schau nach vorne, lauf deine Hände Richtung deine Füße. Atme ein in eine halbe Vorbeuge. Arme nach hinten strecken, das hilft nochmal hier, um deinen Brustraum zu öffnen, Brustbein nach vorne zu drücken. Und komm ausatmend in eine sanfte Vorbeuge. Knie so tief beugen, dass du mit deinem Oberkörper auf deinen Oberschenkel bist. Schüttel deinen Kopf. Und atmen. Dann beugen nochmal die Knie. Schau nach vorne und atme ein in Utkatasana, dein Blitz. Und aus, zurück in Samasthiti. Nochmal einatmen, deine Arme nach oben in gestreckte Berghaltung. Atme aus und deine Arme hinter deinen Rücken jetzt in Räubeleiter. Und in Räubeleiter noch deine Arme nach unten strecken. Schau nach oben, tiefe, schöne Brustöffnung. Und bleibe hier. Beide Füße kräftig geerdet in deine Matte, Becken stabil. Komm jetzt ausatmend langsam in die Vorbeuge. Beug deine Knie, bring deine Arme mit nach oben. Und streck deine Arme nach oben. Schulterblätter zusammen. Brauchst die Arme nicht weiter nach vorne zu bringen, aber die Arme nach oben strecken. Sehr gut. Ausatmen, bring die Arme wieder runter, Hände auf deine Matte. Langsam hier in diese Liegestütz, Knie ablegen und hier so ein Chaturanga. Komm runter auf deinen Bauch. Einatmen, kleine Kobra. Und aus in Kindhaltung. Und bring deine Arme nach hinten, leg deine, relax deine Schultern, roll dich von links nach rechts. Über deine Stirn, über deinen Oberschenkel, auch mal hier schön, das ist eine ganz tolle Bewegung auch für die Bauchorgane. Alles wird hier ein bisschen geknetet, massiert. Super, streck deine Arme wieder nach vorne, komm einatmend hoch in Vierfüßler. Und hier dein rechter Bein, rechte Unterschenkel nach außen drehen, das linke Bein nach hinten strecken. Einatmen, linke Arm nach oben. Schau nochmal hier, dass dein rechter Oberschenkel so senkrecht auf deiner Matte ist. Fuß, Knie und Hand in eine gerade Linie. Und dein linker Arm nach oben, von deiner Schulter aus. Also dann kannst du Schulter Richtung Ohr drücken lassen oder richtig deine Schulter nach oben bewegen, so Schulterblatt weg von deiner Wirbelsäule. Und jetzt bringst du deinen linken Arm aus, atmen nach unten und deinen rechten Arm durch. Schau nach Richtung rechte Hand, Oberkörper über deine Matte. Einatmen, öffne dich. Ausatmen, nochmal runter. Dreh dich Richtung rechte Hand, Bauch kräftig, einatmen, öffnen. Nochmal. Einatmen, öffnen. Sehr gut. Dann bring ausatmen, deinen Arm über deinen Kopf nach vorn. Bleibe seitlich. Dreh nochmal deinen linken Fuß Richtung die kurze Seite deiner Matte, rechter Fuß Richtung rechte Hand und dreh deine Hüfte Richtung Decke. Öffne. Brust öffne, Herz öffne. Das bringt dir ein Lächeln ins Gesicht. Und ausatmen, zurück in die Mitte. Langsam runter in Kindhaltung. Arme nach hinten ablegen und roll dich von links nach rechts. Spür in deinen Körper rein.
für, was da alles so passiert bei dir. Und dann nochmal Arme nach vorne gestreckt. Einatmen, komm hoch in Vierfüßler. Und drehe sein linker Unterschenkel nach außen. Streck das rechte Bein nach hinten. Leg Oberschenkel senkrecht auf deine Matte. Einatmen, öffne die rechte Seite. Und dann Schulter aus. Zieh deinen Arm nach oben. Erde dein rechter Fuß. Ausatmen, bring deine rechte Arm runter, dreh dich Richtung Matte mit deinem Oberkörper, rechter Arm unter deinen linken Arm. Und ein, öffnen. Aus mit der Schwerkraft mit nach unten. Ein, öffnen. Noch einmal. Sehr gut. Dreh deinen rechten Fuß nach hinten, linke. Oh, linke Fuß erstmal so stehen lassen. Und dann Arm über deinen Kopf nach vorne. Langsam deinen linken Fuß richten, deine linke Hand krabbeln. Und die Hüfte Raum geben, um alles zu drehen. Richtung Decke. Öffne dich. Bleibe achtsam. Und genieße deine Haltung. Komm ausatmen, langsam wieder zurück in die Mitte. Und runter in Kindhaltung. Arme nach hinten ablegen. Und rollen von links nach rechts. Genieße jeden Atemzug. Fühl die Energie in deinem Körper. Super, dann streck deine Arme nach vorne, mach nochmal so einen Mini-Flow. Einatmen, komm hoch in Vierfüßler. Aus, langsam runter. Ein Cobra. Und aus in Kindhaltung. Einatmen, Vierfüßler. Und bring jetzt deinen rechten Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Finde die richtige Stelle, erde deinen Fuß in deine Matte und komm einatmen, langsam hoch in so einen Mini-Kriya 1. Ausatmen, bring deine Arme hinter deinen Rücken, so Hände in Räubeleiter und atme ein und öffne dich. Nochmal hier, schöne, tiefe Brustöffner. Ausatmen, kommen hier in eine Vorbeuge, Oberkörper nach vorne. Bring deine Arme mit hoch, guck mal, wie hoch, wie weit, wie tief du hier deine Arme bringen kannst. Nacken frei und zieh die Hände Richtung Decke, richtig nach oben. Sehr gut. Ausatmen, Arme wieder runter, Räubeleiter lösen. Und einatmen nochmal hier nach oben. Aus, dreh dich nach rechts, linke Hand auf an der Außenkante deines rechten Knies oder Oberschenkels. Und dein rechter Arm hinter deinem Rücken. Dein rechter Schulter bewegt sich Richtung Wirbelsäule. Schöne Rotation. Linke Schulter weg von deinem Ohr. Schau über deine rechte Schulter und aus, zurück in die Mitte. So, komm nach vorne, stell deine Hände auf die Fingerspitzen ab, linke Fuß auf deine Zehen und streck langsam das linke Bein nach hinten. Zieh die Schulter nochmal tief Richtung Hüfte und bleibe hier. Ein Ausfallschritt. Ruhige Atmung. Sehr gut. Bring deine Hände auf deine Matte. Das rechte Bein zurück nach hinten. Schieb dich hier in herabschauende Hund. Beweg dich so ein bisschen in deinen herabschauenden Hund. Spreiz deine Finger. Erde dich in deine Matte.
Und fühl nochmal hier, ob dein Nacken frei ist und happy. Und dann komm langsam auf deine Knie in Vierfüßler. Runter in Kindhaltung. Und die Arme nach hinten ablegen. Richtig die Schultern relaxen, so nach vorne rollen lassen. Und atmen. Und strecke deine Arme nach vorne. Und mach dich nochmal mit Hilfe deiner Atmung ganz lang. Krabbel deine Hände über die Fingerspitzen weiter nach vorne, wenn du einatmest. Bauchnabel nach innen, bring Kraft und Länge in deine Kindhaltung. Ausatmen, tief, Bauch kräftig, Mula Bandha, Beckenboden kräftig. Einatmen, mach dich lang in die Länge. Und aus, tief und kräftig nach unten. Einatmen, komm hoch in Vierfüßler. Und aus, runter, ablegen. Ein, kleine Kobra. Und aus, zurück in Herabschauen. Und über die Zehen langsam hier. Beine laufen, beugen, strecken. Also die Füße drehen von links nach rechts. Das ist richtig schön für den großen Rückenmuskel. Sehr gut. So, dann schau nach vorne, lauf deine Füße nach vorne, atme ein, eine halbe Vorbeuge. Dann strecke mal deine Arme nach hinten. Skispringer. Ausatmen in die Vorbeuge, Knie gebeugt. Schau nach vorne, atme ein in Utkatasana Blitz, die Knie gebeugt. Und aus. Und auf der Matte in Samashiti. Sehr gut. Erde beide Füße. Beine kräftig. Becken stabil. Atme ein, bring deine Arme hoch und gestreckte Berghaltung. Und aus, nochmal hinter deinen Rücken hier in Räubeleiter. Atme ein und öffne dich. Genieße nochmal diese tiefe Brustöffnung, Herzöffnung. Und komm dann ausatmend in die Vorbeuge. Beug deine Knie, bring deine Arme hoch. Ausatmen, Arme runter. Und hier dein Chaturanga. Liegestütz, Knie ablegen. Langsam runter. Ellbogen dicht an dich dran. Einatmen, Cobra. Und aus in Kindhaltung. Einatmen, komm hoch in Vierfüße. Und bring jetzt deinen linken Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Erde dein linker Fuß. In der Stabilität. Und komm einatmend hoch. Ausatmen hinter deinen Rücken in Räubeleiter. Und öffne dich nochmal so ganz schön. Atmen. Drin immer so richtig dein Kinn Richtung Decke. Schön für die Halsmuskeln. Ich kann da nicht reden, wenn ich das mache. Das ist ein bisschen schwierig. Kiefer relaxed und aus in die Vorbeuge. Langsam, stabil bleiben. Zieh deine Arme mit nach oben. Und atme, genieße deine Einatmung. Genieße deine Ausatmung. Und bring dann ausatmen, deine Arme langsam wieder runter. Einatmen, komm hoch in diese Mini-Krieger 1. Aus, dreh dich nach links. Rechte Hand an der Außenseite deines linken Knies. Und dein rechter Arm, dann dein linker Arm hinter dich. Einatmen, lang und aus in deine Rotation.
Linke Schulter tief und Richtung Wirbelsäule. Sehr gut. Und dann komm ausatmen, zurück in die Mitte. Bring deine Hände Richtung Matte hinauf, die Fingerspitze nochmal hier, das rechte Bein strecken, Zehen aufstellen, Ferse nach hinten drücken. Schultern tief und schau nach vorne. Großer Ausfallschritt. Atmen. Und bring deine Hände Richtung Matte, das linke Bein nach hinten und beweg dich hier in deinen herabschauenden Hund. Nochmal ein bisschen bewegen in deinen herabschauenden Hund. Sehr gut. Und dann komm auf deine Knie. Langsam runter in Kindhaltung. Wir lassen nochmal die Arme nach vorne gestreckt. Atme ein, Vierfüßler. Und aus, langsam runter. Und hier in Bauchlage liegen bleiben. Bring deine Hände weiter nach vorne und drück dich hoch auf deine Unterarme, so eine Sphinx-Haltung. Drück dein Schambein Richtung Matte. So, und dann kreuz deine Arme jetzt rechts unter links vor dich. Krabbel die Hände weiter nach außen. Und deine Oberarme ganz dicht an dich dran. Tiefe Innenrotation nochmal hier in deine Schulter. Kinn auf deinen Oberarm. Achtsam bleiben. Raum schaffen zwischen deine Schulterblätter. Ruhige Atmung. Sehr gut. Und dann krabbel dich langsam hoch. Lass dein rechter Unterarm nach innen gedreht. Und atme ein. Öffne hier die linke Seite. Drück dein Schambein Richtung Matte. Unterrücken ist kräftig. Und hier nochmal eine ganz tolle Öffnung auf der linken Seite. Ausatmen wieder zurück. Und kreuz jetzt links und rechts. Nochmal deine Hände nach außen krabbeln. Kinn auf deinen Oberarm ablegen. Achtsam bleiben. Ne, wenn die Dehnung zu kräftig ist oder die Bewegung zu viel, dann drück dich ein bisschen mehr hoch. Sehr gut. Langsam dich wieder auf deine Ellbogen hochkrabbeln. Lass dein linker Unterarm nach innen gedreht und atme ein. Öffne die rechte Seite, Schambein Richtung Matte drücken und dein rechter Arm auf Schulterhöhe. Also nicht höher, eher tiefer, aber nicht höher als Schulterhöhe. Schambein Richtung Matte, Unterrücken ist kräftig. Ne, und fühl, wie weit dein Kopf sich da so mitdreht, ohne dass da Verspannung im Nacken zu fühlen ist. Und aus, wieder zurück. Sehr gut. Jetzt mal so schön hier deinen Kopf auf deine Hände ablegen. Schüttel dein Po, locker dein unterer Rücken. Und mal gucken, ach, die Zeit geht immer so schnell. Und dann nochmal deine Stirn auf deine Matte ablegen. Hände unter deine Schultern, spreiz deine Finger, drück die Ellbogen richtig dicht an dich dran. Drück dein Schambein Richtung Matte und versuch die Hände nach vorne wegzuschieben. Hier in deinen Cobra, also richtig in deinen Cobra reinkommen. Sehr gut. Und langsam zurück in Kindhaltung. Langsam genieß hier nochmal diese schöne Ausgleich.
und diese Rückbeugen, die wir gerade eben gemacht haben. Nun kraule deine Hände Richtung deine Knie. Kopf hoch, Brust hoch und komm hier in eine sitzende Haltung. So, die Beine nach vorne. Und wir schließen dann ab mit einer sanften Vorbeuge. Mal die Knie gebeugt. Atme einen Arm hoch und roll dich nach vorne auf deine Sitzbeinhöcker. Komm dann ausatmen in eine sehr relaxte, entspannte Vorbeuge, dass dein Kopf hängt, entspann deine Schultern, dein Rücken ist unterstützt hier von deinem Oberschenkel. Und lass alles nochmal richtig gehen in diese Vorbeuge. Vorbeugen sind da für dich, um loslassen zu können. Um also richtig alles gehen zu lassen. Noch einmal tief ein- und ausatmen. Und komm dann einatmen, wieder hoch und sitzen. Sehr gut. So, dann greif mal deine beide Knie. Nimm dir was, ist schon, ja, nimm dir nochmal eine Decke oder vielleicht möchtest du noch was anziehen für Shavasana. Und dann kommen wir in eine liegende Haltung zurück auf dem Rücken. Und dann für dich nochmal so ein bisschen nach innen spüren und führ deinen Körper vielleicht noch eine Bewegung oder eine Haltung braucht. Vielleicht immer so schön ein bisschen rollen von links nach rechts oder die Hüfte öffnen. Eine kleine Happy Baby oder eine kleine sanfte Schulterbrücke. Glaube ich nicht, dass wir das brauchen. Oder vielleicht gar nichts mehr und nur noch Ruhe und Wasser. Also das ist für jeder, ist das ein bisschen anders. So. Und wenn du dann soweit bist, dann mal schön deinen schönen Körper hier so, worauf du richtig stolz sein kannst auf deinen Körper. Also richtig toll und relaxed ablegen auf deine Matte. Schultern und Po bewusst ablegen, Beine und Arme ein bisschen gespreizt, dass die Hüfte und die Schultern in eine entspannte, sanfte Asana-Rotation liegen. Atme in dein Tempo, in dein Rhythmus weiter. Entspann dein Bauch, dein Brust, dein Gesicht. Und fühl, wie deine Atmung fließt. Komplett frei, alle Blockaden gelöst, die Energie kann durch deinen ganzen Körper gehen. Und dann jetzt jede Ausatmung, diese Power, Energie, deine innere Wärme. Langsam Raum machen lassen für Entspannung. Eine leichte Abkühlung. Tief nach innen spüren und dort deine innere Ruhe, deine innere Stille finden. Und mit jeder Ausatmung jetzt diese Ruhe, diese Entspannung. Und durch deinen ganzen Körper fließen lassen. Und bis tief in deine Zehenspitzen. Deine Fingerspitzen. Deine Kopfkrone und alles dazwischen. Du fühlst, wie dein Körper sich langsam fühlt mit
Ruhe und Entspannen. Und du brauchst nur zu atmen und da zu bleiben, wo du jetzt bist. Genieße dein Shavasana. Bring dann wieder kleine Bewegungen in deine Finger, in deine Zehen, Hände und Füße. Beweg deinen Kopf von links nach rechts. Arme und Beine ein bisschen schütteln. Und so ein paar Mal schön tief ein- und ausatmen. Mach dich lang. Wieder zurückkommen in diese Welt. Roll dich dann nochmal auf eine Seite, lass die Augen geschlossen und spüre hier nochmal so für einen Moment nach. Fühl, was dein Yoga dir heute Abend so geschenkt hat. Und drück dich dann langsam wieder hoch in eine sitzende Haltung. Und sei dankbar für diese schöne Zeit heute Abend auf deiner Matte. Genieße dein Yoga, genieße deine Atmung und fühl, wie es jedes Mal wieder ein Geschenk ist für dich. Dein Geschenk für dich selbst, für deinen Körper. Deine Geist und Seele. Und fühle dich richtig stolz. Bleibe weiterhin gesund, dankbar und zufrieden. Und ich danke euch alle. Namaste. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, dass es ein bisschen geklappt hat.